Hallo, heute möchte ich euch meine Meinung zum neuen Prüfungsprogramm mitteilen. Zuallererst beschäftigen wir uns mit der Frage, wozu ist die Prüfungsordnung überhaupt da? Vor 100 Jahren wurden die Q-Grade erstmals eingeführt und bis dahin wurden Graduierungen gar nicht so sehr beachtet. Man wurde zum Meister, wenn dir dein Meister dies bestätigte und wenn dich andere Kampfkünstler als solcher ansahen. Es gab keine speziellen oder standardisierten Kriterien dafür. Das kam erst viel später. Und hier kommt Karate als Sport für die breite Masse ins Spiel. Um die Kyo-Grade einigermaßen vergleichbar zu machen, mussten Kriterien für das Erreichen dieser festgelegt werden. Und diese sind einerseits das Prüfungsprogramm und andererseits der Prüfer, welcher anhand der Techniken im Programm den Kenntnisstand überprüfen soll. Das Programm an sich ist nicht fest und genau in dieser Form abzurufen. Die Reihenfolge kann verändert werden oder zusätzliche Techniken oder Kombinationen abgefragt werden. Also wozu eigentlich? Es dient vor allem dazu, ein Lehrziel zu definieren, worauf die Trainer ihr Training ausrichten sollten. Das heißt nicht, dass nur das Prüfungsprogramm gelernt werden soll, ganz im Gegenteil. Ein guter Trainer analysiert die Techniken und Kombinationen und extrahiert die wichtigen Punkte wie Hüftrotation, Hikite, stabiler Stand und so weiter. Und übt diese erst konzentriert und später kombiniert, bis man in ähnlichen oder identischen Kombinationen die Anforderungen erfüllt. Das Programm gliedert sich in Stufen. Anfänger, Mittelstufe, Oberstufe und auch den Meistergrad. Abgesehen von der Abgrenzung, worauf geachtet werden soll, welche in der Einleitung steht, kann ich anhand der Kombination keine deutliche Abgrenzung zwischen den Kyo-Graden in diesem neuen Programm erkennen. Ich habe bisher nur einen Vergleich zur alten Prüfungsordnung. Hier kann ich sowohl Lob und Kritik anbringen. Beginnen wir mit dem Lob. Die Ausdrucksweise der Kion-Techniken ist viel klarer. Natürlich gibt es auch Ausnahmen. Der Sinn dabei, eine Kata zu lernen, ist es, sich mit den Techniken verteidigen zu können. Das gerät oft in den Hintergrund und daher bin ich glücklich, dass hier schon ab dem 6. Kyo Bunkai verlangt wird. Im alten Programm war das erst ab dem 3. Kyo gefordert. Und obwohl man in dieser Prüfung die Teki Shodan laufen musste, wurde das Bunkai zu Haien Godan verlangt. Die bisherigen Freikampfübungen, welche ab dem 6. Kyo verlangt wurden, wurden durch das Bunkai und Anwendung der Kyo-Kombination sehr gut ersetzt. Gerade wenn ich zurückdenke, kann ich mich nicht erinnern, dass ich jemals eine Prüfung gesehen hatte, bei welcher diese Freikampfübungen tatsächlich auch verlangt wurden. Und ich weiß, dass zumindest meine Schüler und bestimmt auch viele mehr diese trotzdem auch im Training geübt haben. Das Kumite ist deutlicher formuliert und für den Verteidiger in einem sinnvollen Maß freier. Beim Chiyo Ippon Kumite sind außerdem abwechslungsreichere Angriffe zwischen den Kyo-Graden gefordert. Allerdings halte ich es gerade in den höheren Graden nicht für sinnvoll, die Art der Gleitschritte vorzuschreiben. Nicht jedem Karateka liegt der Yori-Ashi beispielsweise beim Kisamitsuki besser als der Okuri-Ashi. Kommen wir nun zur Kritik. Das neue Prüfungsprogramm ist etwas zu sehr auf Kumite ausgelegt. Eine ausgewogene Mischung wäre für mich wünschenswert gewesen. Eine Grundform in dieser Ordnung nicht gefordert oder sehr stark vernachlässigt. Im Kion ist keine durchgehende klare Anforderung erkennbar. Beim alten Programm war das einfacher erkennbar. Hier ging es in der ersten Stufe darum, einfach eine saubere Ausführung in Stand und Technik zu erlangen, danach das Timing und die Hüftrotation zu verbessern, dann Richtung Oberstufe die Feinkoordination und dann eine konstante Leistung auch in Kombination abzurufen. Das Programm zum 9. Kyo ist zu trivial. Auf diese Art und Weise bringe ich den neuen Leuten Grundtechniken bei, wenn sie zum ersten Mal überhaupt eine Kampfkunst lernen. Ich habe hauptsächlich Studenten im Training und zumindest diese Altersgruppe kann den Anforderungen schon nach 2 Trainingseinheiten, zumindest für ein Bestehen, gerecht werden. Auch das Weglassen der Taikyuki Shodan erfüllt in meinen Augen keinen Zweck. Diese Kata dient als einfacher Einstieg für die Form und wird bei uns auch weiterhin so gelehrt, weil es einfach eine sinnvolle Reihenfolge ist. Außerdem steht in der Einleitung, es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Prüfungen immer Kion, Kata und Kumite in der jeweiligen Prüfung beinhalten müssen.
Zuwiderhandlungen können zur Ungültigkeitserklärung der Prüfung und zum Entzug der Prüferlizenz des Prüfers oder der Prüferin führen. Demnach ist es unmöglich, nur zum 9. Q zu prüfen, da keine Kata gefordert wird. Die Verfahrensordnung gibt zwar die Möglichkeit, die ersten beiden Prüfungen als 9. und 8. Q gleichzeitig abzunehmen, aber durch diese Formulierung im Prüfungsprogramm wird dies praktisch erzwungen oder der Prüfung muss nach eigenem Ermessen eine Kata fordern, auch wenn es vermutlich gar nicht so gemeint war. Eine weitere gewöhnungsbedürftige Änderung ist der Beistellschritt. Der Beistellschritt wird zuerst beim Mawashigiri aus dem Kiba-Dutch verwendet. Das ist vermutlich als Kumite-Version gedacht, aber als Trainer sehe ich hier eher eine Trainingsform, um bei den Anfängern zu zeigen, dass der Oberschenkel auf den Gegner zeigen soll und nicht an ihm vorbei, wenn getreten wird. Also dient diese Übung der Vorbereitung auf einen sauren Mawashigiri. Das war es allerdings mit dem Lob zu dieser Änderung. Beim Yokogiri halte ich diese Praxis für unangebracht. Für den Anfänger mag es hilfreich sein, damit die Hüfte beim Übersetzen nicht eingedreht wird. Aber da sich das durch alle Kyu-Grade hindurchzieht und auch in den Dan-Graden nicht anders wird, wird das Übersetzen gar nicht richtig geübt. Und auch wenn sich im Kumite die Geister streiten, ob man nun heransetzen, übersetzen oder gesprungen umsetzen sollte, so ist für mich klar, dass das Übersetzen definitiv in der Kata verlangt wird. Siehe beispielsweise die Teki-Reihe. In den Kata gibt es keine einzige Stelle, in welcher ein Kiba-Dutch lediglich herangesetzt wird. Kommen wir nun zu fehlerhaften, unvollständigen und inkonsistenten Bezeichnungen. Gerade weil die Bezeichnungen im Großen und Ganzen viel besser und klarer geworden sind, wirft es die Frage auf, wie die Kombinationen gemeint sind, bei welchen das nicht so klar ist. Das beginnt zum 4. Q in der 4. Kombi. Shoto-Uchi kann von innen oder außen geschlagen werden und ist in dieser Kombination auch von beiden Versionen sinnvoll ausführbar, auch wenn ich persönlich von der Ausführung von außen ausgehe. Die Pfeile zeigen die Bewegungsrichtung relativ zur Blickrichtung an und implizieren üblicherweise auch den Schritt bei der ersten Technik in diese Richtung. Innerhalb der Kombination werden diese allerdings von den Bezeichnungen V und R für vorwärts und rückwärts abgelöst. Ich verstehe nicht, warum nicht hier weiterhin auf die Pfeile zurückgegriffen wird. Zum 2. Q in der 6. Kombination stellt sich bei mir zum Kisamitsuki die Frage, ob diese schlicht im Stand ausgeführt wird, mit einem Ausfallschritt oder mit Yori-Ashi. Gerade weil dies in vorigen und nachfolgenden Kombinationen expliziter gefordert ist, hätte ich mir hier auch eine explizite Ausführungsweise gewünscht. Zum 1. Kyo in der 5. Kombination heißt es, man geht rückwärts in Neko Ashi Dutch mit Yori Ashi. Diese Bezeichnung mit der Erklärung in der Einleitung würde heißen, dass der Stand beim nach hinten gehen erst komprimiert und dann expandiert wird. Auf Anfrage bei meinem Landesverband wurde mir erklärt, dass damit gemeint ist, dass einfach der hintere Fuß herangezogen wird. Ich gehe hier mal davon aus, dass der hintere Fuß in Bewegungsrichtung gemeint war und dass dadurch kein Stopp, sondern ein Fluss in der Technik erzeugt werden soll. Allerdings finde ich dann die Bezeichnung Yori-Ashi sehr irreführend, da es einfach nur ein Zurückziehen des in Blickrichtung vorderen Beins ist. Die nächste Frage stellt sich zum 2. dann in der 4. Kombination. Übt man diese Kombi, stellt man schnell fest, dass man diese jeweils mit der gleichen Seite ausführt. Vom Landesverband wurde mir versichert, dass das nicht so beabsichtigt sei und da noch einmal Rücksprache zu einer Änderung gehalten wird. Ich gehe also davon aus, da man ohnehin zwei Schrittlängen pro Kombination nach vorne geht, einfach nach zwei Kombinationen wendet und dann mit der anderen Seite zwei Kombinationen zurückläuft. So zeigt man beide Seiten und verändert seine Position relativ zum Prüfer nicht. Als nächstes kommen wir zu dem Hinweis Wendung. Diesen finde ich absolut überflüssig, da es sich für einen normalen Menschenverstand aus der Bewegungsrichtung der nächsten Kombination ergibt. Und ich habe zumindest keine Prüfung jemals beobachtet, in welcher der Prüfling alle Techniken in einer Linie vorwärts gelaufen wäre. Und falls das doch vorgekommen wäre, halte ich es für sinnvoller, die Schulung der Prüfer zu intensivieren. Außerdem wurde dieser Hinweis beispielsweise im 7. Q am Ende der 4. Kombination fälschlicherweise eingeführt.
Einige Rechtschreibfehler wurden in der heutigen Form bereits behoben. Allerdings sind noch viele Fehler in der Prüfungsordnung enthalten. Teilweise fehlt der Backslash bei den neuen Richtungsangaben. Auch das Fehlen der Bezeichnung Zucchi, beispielsweise zum zweiten Tür in der sechsten Kombination, und offensichtliche Tippfehler, gemeinsam mit einigen anderen Fehlern, ergeben für mich den Eindruck, als wäre dieses Programm zwar durchdacht, aber die Endform ohne Controller einfach schnell veröffentlicht worden und selbst danach wurde die Version nicht umfassend korrigiert. Kommen wir zu einem inhaltlichen Kritikpunkt, dem Taisabaki. Hier wird Taisabaki lediglich als Ausweichbewegung dargestellt. Allerdings ist es zumindest für einen normalen Trainierenden dadurch nicht genau ersichtlich, was diese Bewegung in der Gänze tatsächlich bedeutet. Denn eigentlich ist es eine rotationsähnliche Bewegung, in welcher man im Angriff ausweicht, indem man die Angriffslinie des Gegners verlässt, diesen aber in seiner eigenen Angriffslinie behält, damit man noch einen Konter anbringen kann. Auch die Bezeichnung Yori-Ashi, den hinteren Fuß ransetzen. Eine sehr gute Entscheidung, dass eine Definition in der Einleitung gezeigt wurde. Nach diesem Prinzip ist es das Komprimieren und spätere Expandieren des Standes durch eine gleitende Fußbewegung. Wichtig war es deshalb, weil die Begriffe Suri-Ashi, Okuri-Ashi, Yori-Ashi und Tsugi-Ashi in verschiedenen Verbänden und sogar innerhalb der Verbände von unterschiedlichen Meistern ganz unterschiedlich bezeichnet werden. Allerdings ist es verwirrend, dann später dies rückwärts zu verlangen, um mit der gleichen Bezeichnung keine Kontraktion und Expansion zu meinen, sondern einmal lediglich eine Kontraktion in den kürzeren Stand zu meinen. Außerdem wurde mir von meinem Landesverband mitgeteilt, dass das Rückwärtsgleiten in Neko-Ashi-Deutsch genauso gemeint ist, nur nicht als Yori-Ashi bezeichnet wurde, was wieder eine inkonsistente Bezeichnung ist, wodurch eher Verwirrung erzeugt wird. Nun möchte ich kurz noch meine Meinung zu den Änderungen im Dan-Programm anbringen. Im Kion der Prüfungen ab 1. Dan wird bewusst auf eine größere Technikvielfalt verzichtet, um den Schwerpunkt wieder auf die Einzeltechnik zu lenken. Liegt bei den Kyo-Prüfungen der Schwerpunkt noch in der Technikvielfalt und dem Abdecken der stilbestimmenden Techniken, soll der Prüfling nun zeigen, dass er die geforderten Kombinationen mit den Kemba-starken Kimi, Abschluss, Timing, korrekte Arm-Fußhaltung sowie vollständigen Hüfteinsatz ausführen kann. Mit Technikvielfalt ist hier der Kombinationsanspruch gemeint, welcher meiner Meinung nach das Programm in der vorigen Version überhaupt erst anspruchsvoll gemacht hat. Die restlichen Kriterien erwarte ich eigentlich bereits von einem Braungurt, je nach Entwicklung mit höherem Anspruch an die Feinheit. Gerade für eine Momentanüberprüfung, was die Dan-Prüfung nun mal ist, finde ich es fragwürdig, ob das durch eine hohe Anzahl von einfachen Kombinationen, welche jeweils nur einmal pro Seite ausgeführt werden, überhaupt überprüft werden kann. Aber das ist nun mal vom Anspruch des jeweiligen Prüfers abhängig und kann daher nicht verallgemeinert werden. Alles in allem halte ich das neue Programm in Kata und Kumite für sehr gelungen. Der Kion-Teil erfordert einige Umgewöhnungen, allerdings konnte ich bisher keinen roten Faden zum Lehren erkennen, welcher beispielsweise explizit Hüftrotation erfordert. Die einzige Gemeinsamkeit, welche ich durchgehend erkenne, ist die Wettkampfkomitee-Nähe der verlangten Kombination, wobei ich mir eher eine ausgewogene Kombi daraus und aus dem alten Programm gewünscht hätte. Aber darauf habe ich schließlich keinen Einfluss. Dies war soweit meine Meinung. Bitte teilt mir euren Eindruck zum neuen Prüfungsprogramm in den Kommentaren mit. Wo seid ihr eine Meinung mit mir? Was seht ihr anders? Was habe ich übersehen? Ich freue mich auf sachliche Meinungen und Diskussionen. Vergesst nicht, es handelt sich um meinen persönlichen Eindruck und keinesfalls um eine sachliche Beurteilung.